Ja. So. So. Ein gemeinsamer Spaziergang. Siehst du, das sind quasi das schon unser zweites Date jetzt. Unser erstes Date war so ein Sit-In. Unser zweites Date ist jetzt hier. So ein gemeinsamer Spaziergang zu so einer riesen Steinplattform. Okay. Jetzt hat sie sich schon wieder hingesetzt. Ist das jetzt unser drittes Sit-In-Date? Mädel, du weißt, drittes Date. Hm? Hier, Schnacksi. Schnacksi, Schnacksi. Okay, also. Die Alten. Okay, langsam wird der Himmel immer dunkler. Und hier sind scheinbar verschiedene von diesen komischen Torbögen. Und wie man da unten sieht, da leuchtet es schon. Das heißt, wir lassen sie hier jetzt einfach mal ein bisschen chillen auf dieser großen Frisbee-Plattform. Auf diesen Alien-Frisbee. Und gucken uns mal ein bisschen hier unten um. Ob wir hier vielleicht was Schönes zum Schnabulieren finden, was wir ihr mitbringen können. Weil die Frau ist wahrscheinlich, die hat so ein paar Ansprüche wahrscheinlich. Und dementsprechend müssen wir da ihr schon so ein bisschen was bieten. Da kannst du nicht einfach hingehen und sagen, da hier, da hasse Rose. Willst du Wolle Rose kaufen? So, Alien. Die Russen waren studying these alien structures. What were they looking for? Die Russen haben offenbar das Werk der Portalerschaffer erforscht. Das Netzwerk von Monolithen, riesige Energiestrukturen und die Anzahl der Wände und Türen um sie herum. Ich weiß immer noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Ich drück immer blöderweise Escape hier. Ist mir schon das letzte Mal passiert. So, hier war ein, da war ein Hinweis und ich glaube, da hinten war ein Hinweis. Hier hinten, da ist wieder so ein grüner Meteor auf der rechten Seite. Hat hier nicht irgendwo was geblinkt? Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Zeig ihnen, dass du es kannst. Mit Kellogg's Frosties. Yo. Power to the people. Okay. Jetzt habe ich da also in diesen grünen Rüssel was geworfen. Aber das Portal tut nur nix. So, mal sehen. Gibt's da hinten noch? Da oben ist noch ein grüner. Das klang jetzt falsch. Ja, guck mal, da oben ist noch ein grüner. Den hast du da hingespuckt. Ja. Ja, TBM zockt. Das Niveau, also, Hossa, ich kann nur sagen, das Niveau hat sich unheimlich verschlechtert. Früher warst du mal niveaulos, jetzt zeigst du, dass es noch immer noch schlechter geht. So, das Ding nehmen wir auch mit. Und packen das dort in den, ja gut. Da brauchen wir jetzt wahrscheinlich hier unseren Greifarm. Packen wir mal unser langes Teil aus. Krapsch. Ups. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Das war die falsche Taste. Das ist quasi, als würdest du beim Sex die Hose aufmachen, alles bereit machen und dann, anstatt quasi ihn auszufahren in du weißt schon, Position, einfach wieder Hose zumachen. Das habe ich nämlich gerade eben blöderweise gemacht. Ich habe die Hose-Zumachen-Taste gedrückt. Okay, gut. Jetzt haben wir den auch aktiviert. War es das jetzt schon? Ist das Portal jetzt aktiv? Können wir da jetzt irgendwie durchlatschen oder so? Oder gibt es denn noch mehr? Also den haben wir aktiviert, den anderen haben wir aktiviert. Ist hier noch irgendwas? Hier muss ja irgendwie noch was sein. Verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. So, mal schauen. Den haben wir, also den da hinten haben wir aktiviert. Und den haben wir auch aktiviert. Ansonsten ist hier nichts. Boah. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen.
Ja, ich hatte nämlich mal als Kind einen kleinen Unfall. Da bin ich mit dem Fahrrad, wollte ich eigentlich zum Schwimmen fahren. Und dabei hat dann irgendwie ein Autofahrer gedacht, oh ja, ich fahre einfach mal aus der Ausfahrt raus, ohne nach links und rechts zu gucken. Und da hat er also ich bin so schön wie im Film über die Motorhaube gerollt, bin wieder auf meinen Füßen gelandet, hab mich umgeguckt, wo ist meine Brille hin? Hab dann die Brille eingesammelt und das Fahrrad hatte auch nicht wirklich was abbekommen, weil ich bin so frontal an seinen Kotflügel. Der hatte eine kleine Delle im Kotflügel, aber das war's dann auch schon. Bin dann zum Arzt, der hat gesagt, ja, hier irgendwie, ich sagte, oh, mein Knie tut weh. Knie angeguckt, Knie geröntgt, nichts gebrochen, keine Ahnung, nichts gefunden. Scheint aber wohl irgendwie was mit den Bändern oder so zu sein, weil immer wenn ich das Knie längere Zeit in einer bestimmten Position halte, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich hier sitze und spiele, dann fängt das an, unheimlich weh zu tun. Das ist quasi so ein brennender Schmerz mitten im Knie. So, okay. Hier kommen wir wahrscheinlich hoch. Ja, hier kommen wir hoch. Sei denn natürlich, ich cheate und wir dürfen hier eigentlich nicht hoch. Nein, 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 nein. Böser Astronaut. Böse. Das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Böser Astronaut. Na toll, jetzt fangen wir hier wieder an. Mit der hechelnden Frau. Hui. Muss ich die Dinger jetzt wieder aktivieren oder sind die bereits aktiviert? Ich glaube, die sind schon aktiviert. Also ich muss wirklich da hoch? Zu dem da oben, dem Portal? Aber muss ich da hinten rüber? Echt? Na gut. Also, wie gesagt, ich sehe hier jetzt gerade keine andere Sache, die ich noch machen könnte. Also, und da hinten, das sieht so aus, als wenn wir da hochkommen. Auch wenn ich nicht weiß, was sie da oben sollen, weil ich würde lieber dahin, zu dem anderen Portal, aber kann man auch nichts machen. Naja, mal gucken. Also wie gesagt, damals wurde nichts festgestellt und mittlerweile weiß ich halt so, ja, sind wahrscheinlich irgendwie die Bänder. Merkt man halt einfach nur, wenn ich längere Zeit das Knie angewinkelt habe. Okay. Sollen wir hier wirklich rüber? Also da hinten ist noch so ein komisches grünes Portal. Nein, hier ist eine unsichtbare Wand. Nein! Alter! Da war eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir sollen da doch nicht rauf. Weil hier kommen wir nicht rüber, das bringt nichts. Da oben sollen wir wahrscheinlich auch nicht rauf. Ich weiß so nie, was soll ich denn jetzt machen? Oder muss ich da etwa noch eine Taste drücken? Weil das hat so komisch geleuchtet. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu deppert und habe die Taste nicht gedrückt. Das ist quasi so, ja, hallo, das ist ein tolles Spiel. Ich laufe hier einfach 2,5 Stunden rum und bin zu blöd, die Taste zu drücken. Weil, das könnte doch eine Taste sein, oder? Quasi wie so ein Telefon. Tüt. Okay. Das hat das Portal scheinbar aktiviert. Jo. Interessant, interessant. Baut sich da jetzt so ein Laserstrahl zu dem anderen Portal auf oder fängt das einfach nur... Okay. Es fängt an zu rotieren. Okay, und ein üblicher grüner Strahl. Hulk hat also mal wieder sein Genital ausgepackt. Okay. Also ich glaube, da oben die Gerüste kommen wir nicht rauf. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zur Plattform, wo unsere grüne Lady drauf kampiert. Ich habe leider kein Shampoos oder sowas gefunden. Okay. Okay, das sehe ich ja jetzt auch erst gerade, dass das von dem einen zu dem anderen grünen Ding so ein Kreis gebildet hat. Jo. Unser Date hat also einfach schon mal, ist einfach schon mal vorgegangen. Ich hoffe, dass sie sich was Bequemeres anzieht.
Also Melitta, unser Date da, die mit ihrer grünen Halkspur. Ich hoffe, wir können darüber laufen. Okay. Hui. Jo. Also von hier aus sieht das ziemlich dünn aus. Von hier aus? Oh ja, hier. Lichtstrahlen pur. Bloß nicht runterfallen. Wehe, das Ding geht aus, während ich hier rüberlaufe. Dann flippe ich aber aus. Das wackelt so ein bisschen hin und her. Ja, schön, ihr mit euren Gerüsten. Ich bin hier der Meister. Ich habe einfach die grünen Steine in die Dinger geworfen und ein paar Tasten gedrückt. Und schon habe ich die richtige Nummer gewählt und bin bei der Ollen da gelandet. Beziehungsweise eigentlich eher bei diesem grünen Portalpunkt da. Dann gehen wir mal zu ihr. So, Schätzelein. Was ist nu? Hast du dir etwas Bequemeres angezogen? Nö, immer noch nicht. Wir müssen also das Portal da hinten aktivieren. Okay. Da sind also zwei da unten. Ich nehme mal die Abkürzung hier. So. Okay. Also hier ist wieder so ein Bedientastenfeld, was aber nicht aktiviert ist, weil es nicht leuchtet. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwo wieder... Da oben wahrscheinlich. Gehen wir einfach mal da oben rauf. Ja. Wie bei Steam einige Leute in den Kommentaren schreiben, das Spiel ist ein Gehsimulator. Wir haben viel zu gehen. Viel zum Nachdenken. Das ist quasi wie Minecraft, nur ohne Sachen abbauen. Na toll. Hier ist wieder so ein Ding. Okay. Da oben ist ein Portal. Aber hier können wir nichts machen, oder? Oder können wir hier irgendwas schieben? Nö. Nö. Merkwürdig. Da oben kommen wir auch noch nicht rauf, oder? Ach, Mensch. Liebe Aliens, es wäre nett gewesen, wenn ihr ein paar Hinweise aufgestellt hättet. So ein paar Schilder, die irgendwie so in die Richtung zeigen, in die man laufen soll. Oder kann ich das einfach aktivieren, ohne dass ich da irgendwas Grünes reinschmeiße? Also soll heißen, hat das erste Grüne reinschmeißen schon gereicht, oder? Ich meine, ich will hier nichts kaputt machen, nicht, dass plötzlich... Weil ich kriege hier auch gar keinen... Kriege ich hier einen Hinweis, dass ich hier einen... Doch, ja, ich kriege meinen Greifarm-Hinweis. Okay. Dann versuchen wir es mal, wie üblich. Einfach die, Mitte drücken. Mitte? Unten. Das war falsch. Mitte, unten, rechts. Okay. Hallo? Was geht denn hier ab? Jetzt muss ich da oben rauf. Ich hab's geschnallt. Und das, was man immer machen sollte bei Alien-Technologie... Guck mal, Mutti! Jetzt brauche ich noch ein Handy und dann kann ich so ein Selfie machen. So, guck mal, Mutti, ich stehe direkt unter dem riesigen, tonnenschweren Steingebilde. Ist das nicht schön? Glaubst du, das fällt irgendwann runter? Das schwebt von alleine. Da sind gar keine Drahtseile dran. Ja, genau. Das sollte man auch immer machen. Stellt euch immer unter die großen, schweren Dinge, die vielleicht runterfallen könnten, um euch zu zerquetschen. So im Sinne von, guck mal, Mutti, über mir, da schwebt ein Klavier. Oder ein Tresor. Guck mal, ein Tresor über mir. Hey, hast du schon den Amboss gesehen? Pass auf, ich mache gleich mal ein Selfie.